Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Ihr habt euch ja auch Rezepte gewünscht und auch mal von meiner Mama das Bohnenrezept. Überhaupt kein Problem, das werde ich euch alles zeigen. Ich glaube, ich werde euch jetzt auch in der nächsten Zeit mehr mitnehmen in der Küche und werde euch auch ein bisschen mehr aus der griechischen Küche zeigen. Und das Bohnengericht werde ich euch auch auf jeden Fall zeigen. Heute gibt es übrigens Falafel bei uns. Ich habe hier von Amjad Foods Mamas Falafelteig frische Mischung. Vielleicht sagt euch das auch was. Das habe ich nämlich bei Höhle der Löwen gesehen. Ja, da war jemand da und hat Mamas Falafelteig vorgestellt. Und ich fand das so gut und es sah so lecker aus. Und die Löwen waren auch überzeugt, dass es mega lecker ist. Und ja, da habe ich mir das bestellt. Also ich habe mir 3 Packungen bestellt und das gibt es heute. Das mache ich heute. Ich liebe ja Falafel. Da gibt es auch ein Set, was man kaufen kann mit einem Falafelformer. Den habe ich auch direkt mitbestellt. Und das finde ich auch total niedlich. Hier kriegt man noch ein Kärtchen. Vielen Dank für deine Bestellung, dafür, dass du uns als Familienbetrieb unterstützt. Schöne Grüße von Mama und ihren Kindern. www.mamasfalafelteig.de. Ja, schaut mal rein. Auf der anderen Seite ist noch ein 10% Gutscheincode oder Rabattcode. Vielleicht, wenn ihr da auch interessiert seid an leckere Falafel, da könnt ihr da mal bestellen. Aber ich zeige euch später mal, wenn ich das fertig habe, wie das aussieht, wie ich das hinkriege mit dem Falafelformer. Ihr Lieben, ich habe wieder was bei Shein bestellt, so querbeet diesmal. Und jetzt gerade, weil ich jetzt gerade auch nochmal geguckt habe, ich wollte mir nämlich nochmal so ein Tücherspender bestellen. Das finde ich ja echt schön und praktisch. Da sieht man die Box nicht innen drin und man kann hier einfach die Tücher rausnehmen. Ich habe hier Feuchttücher drin, weil ich damit, ja, kann ich mich gut abschminken oder meine Hände sauber machen oder hier einmal drüber wischen. Genau, da habe ich jetzt gesehen, zu Cyber Monday oder zu der Cyber Week gibt es minus 58, also bis zu minus 58, nein, es gibt es zu Cyber Monday oder zu Cyber Week, eher gesagt, gibt es bis zu 85%. Und ihr habt ja noch meinen Rabattgutschein, meinen Rabattcode, ne? Da könnt ihr auch nochmal 15% draus sparen. Also wie gesagt, bis zu minus 85% und 15% habt ihr noch mit meinem Code. Also ich kriege das ja fast umsonst, ne? Ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Ist ja jetzt hier dieses Karo so in, diese Karo-Muster. Und diese Karo-Hemden, da habe ich ein längeres bestellt. Das ist eher so ein Karo-Hemdchen. Aber ich möchte das gerne als Kleid tragen mit einem Gürtel. Das mag ich ja so gerne, wisst ihr ja schon. Und hier habe ich einen Zweiteiler mit einem Rock und einem Hemd. Das zeige ich euch gleich alles noch angezogen. Ja, und hier habe ich noch ein bisschen was für die Küche bestellt. Und zwar habe ich nochmal hier Strohhalme bestellt in Gold. Ich habe die schon mal von dort bestellt. Jetzt habe ich mir die nochmal bestellt, damit ich ein paar mehr habe. Die sind wirklich sehr robust. Die können auch in die Spülmaschine. Ich habe sie, wie gesagt, da und weiß, dass die Qualität echt gut ist. Dann habe ich mir Serviettenringe bestellt. Die fand ich richtig süß. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Auch in einem grünen Tannenbaum mit Weihnachtsbaumkugeln dran, verschiedene Farben. Aber ja, zu mir passt ja Gold. Deswegen habe ich die jetzt in Gold bestellt. Das sind 6 Stück. 2, 4, 6. Ja, dachte ich für das Fest. Sieht dann auch echt schön aus. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich nochmal so einen Besteckkasten bestellt habe bei Shein, weil ich da einfach auch mal gucken wollte, wie ist die Qualität. Und ich muss sagen, die Qualität ist echt gut. Also es ist echt robust und dick. Und da muss ich mal schauen, was ich jetzt hier reinmache, wo ich das reinmache. Ich habe ein bisschen zu viel bestellt davon. Aber es ist auf jeden Fall praktisch, Leute. Also ihr könnt aber auch bei Woolworth gucken, da gibt es die auch. Guckt einfach, wo es günstiger ist. Ich verlinke euch aber auch alles in die Infobox, da könnt ihr mal schauen, wie viel das jetzt kostet zu Cyber Week. Dann habe ich hier so ein Melonen-Equipment bestellt. Das fand ich auch ganz cool, das wollte ich schon immer haben und jetzt war das günstiger. Da haben wir halt... Jetzt ist hier was reingeflogen.
Da haben wir die verschiedenen Messerchen. Einmal das hier mit der, also mit diesen Kugelausstecher oder wie nennt man das? Da kann man so kleine Kügelchen rausnehmen. Und hier, ja, entweder für kleinere Stücke oder für größere Stücke, kann man das halt benutzen, um die Melone von der Schale zu befreien. Finde ich echt cool. Und dass man das auch dann so im Set hier aufbewahren kann. Wie war das denn jetzt? Das war, glaube ich, so. Nee, andersrum. Das hier rein. Und das kommt nochmal hier hin, damit man sich nicht verletzt. Aber ich glaube ich nicht. Genau. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Jetzt im Winter brauche ich es nicht. Im Sommer esse ich eher Melone und Wassermelone. Aber ja, ich gucke halt immer, wann es günstiger ist. Ne? Man kann ja auch Bademode im Winter kaufen. Das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, weil es da halt günstiger war. Dann habe ich mir hier diese total süßen Pantoffeln oder Hausschuhe bestellt. Oh mein Gott, die sind so süß. Die will man streicheln. Guck doch mal. Richtig, richtig niedlich. Ich ziehe die mal an. Die sind wirklich mega krass warm. Die sind auch total gemütlich. Und ich, also solche habe ich noch gar nicht, die da so puschelig vorne sind. Finde ich richtig nice, richtig süß. Ja, gibt es auch in verschiedenen Farben. Dann habe ich für Alexandros Sockenschublade hier diesen Organizer bestellt, damit ich so ein bisschen die Socken auseinanderbringen kann, welche halt dünner sind, welche für den Sommer und welche etwas dicker. Ich weiß noch nicht, ob das da reinpasst. Ich habe das gar nicht abgemessen. Dann müsste ich mal schauen, ob das überhaupt da reinpasst. Dann zeige ich euch das später. Hier habe ich noch Bettwäsche bestellt. Die fand ich ganz schön. Die hat ein echt schönes Muster. Und ihr müsst gucken, bei Shein ist so oft Bettwäsche runtergesetzt. Genau, das sind zweimal haben wir dann die Kopfkissenbezüge und ein großer Bezug. Die, also ich habe mir das jetzt so groß bestellt, weil ich das auf die Tagesdecke, beziehungsweise ich wollte die Tagesdecke da reinmachen, damit ich dann diesen Bezug oben drüber habe. Ich denke, das wird ganz gut aussehen. Das werde ich euch dann auch zeigen, aber ich muss das ja erstmal waschen. So, und jetzt zeige ich euch noch die Klamotten angezogen, die ich bestellt habe. Hier habe ich nämlich noch so einen Zweiteiler geholt für zu Hause. Ich liebe ja aktuell diese Zweiteiler. Genau, das zeige ich euch jetzt noch angezogen. Ich habe das jetzt hier mal so drüber gemacht. Da könnt ihr das mal sehen, wie das ausschaut. Also echt ein schönes Muster. Aber ich muss das noch waschen auf jeden Fall. Achso, ich wollte euch ja hier noch zum Bioethanol-Kamin noch was sagen. Also es ist wirklich praktisch. Wir haben jetzt, wir haben auch jetzt Bioethanol mit Lavendelduft bestellt. Ist jetzt noch nicht gekommen. Wenn es da ist, kann ich euch das nochmal in Action zeigen. Also es ist echt praktisch, wenn der Raum kalt ist. Einmal, hier diese drei Feuerstellen, die da drin sind, mit Bioethanol ein bisschen auffüllen. Ist, je nachdem, wie viel ihr reinmacht, also manchmal brennt es nur 10 Minuten, wenn man wenig reinmacht, aber dann ist der Raum direkt warm. Also es wird so warm, es ist echt heftig. Aber man kann jetzt nicht sagen, es hält die ganze Nacht oder über Stunden warm. Es ist einfach, damit es dann in dem Moment den Raum aufwärmt und es hält dann schon warm. Also man merkt schon den Unterschied. Aber ist jetzt nicht so, dass es permanent über Stunden warm hält. Ne? Aber es ist trotzdem echt wirklich, also wenn der Raum schnell warm werden soll, dann ist es echt eine gute Lösung. Ja, also hier das Kleidchen hat auch eine gute Länge. Kommt jetzt noch ein Gürtel mit dazu. So, hier ist ein Knopf offen. Dann, wenn ich dies dazu anziehe, wird das im Ganzen, denke ich, ganz gut aussehen. So, ich zeige euch mal den Spiegel. Ja, das ist doch mal ein Look, oder? Ich finde, das sieht echt gut aus. Und es ist auch so total kuschelig, der Stoff. Also so gemütlich zu tragen. Ja, sieht nicht schlecht aus, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt hier das Zweier-Set mit dem Hemd oben drüber und dem Rock. Finde ich auch ganz schön, aber ich glaube, dass man das eher so trägt, dass das hier wie so ein Hemd
Das will ich mal einmal anziehen hier. Ich glaube, dass man das dann eher so offen trägt. Ja, finde ich auch echt schön. Diese Kombi gefällt mir auch echt gut. Ja, und dann habe ich hier dieses letzte Set, was ich richtig gemütlich für zu Hause finde. Gut, der Stoff ist jetzt natürlich nicht der wärmste, aber ich finde es richtig, richtig gemütlich für daheim. Und ja, das ist auch so ein bisschen länger ist, dass es auch den Bauch kaschiert. Und ja, man fühlt sich einfach so, als hätte man nichts an, so richtig locker. Und wisst ihr, was ich meine? Also es ist total bequem und gemütlich. Ja, finde ich echt schön für daheim. Es ist hinten ein bisschen länger. Ich werde mir auf jeden Fall noch mehr von diesen Sets bestellen. Die kann man auch schön im Sommer anziehen. Zum Weggehen, finde ich, abends. Finde ich echt schön, die Sets, kann ich nicht sagen. Ja, und meine Schläppchen dazu, meine Hausschuhe. Ja, ein richtig schöner Hausfrauen-Look. Taschen hat die Hose auch. Und hier an der Seite auch so zwei Ritze aufs Oberteil. Und auf jeden Fall auch eine Tasche. Das finde ich echt praktisch. Also ich mag das Set, ich will das gar nicht ausziehen. Muss die Sachen natürlich nur waschen, aber ansonsten finde ich die echt cool. Ein bisschen zu lang für mich, aber es geht. Also man kann es immer noch tragen. Finde ich echt schön. Ja, ihr Lieben, dann schaut mal bei Shein rein. Die haben, wie gesagt, jetzt bis zu 85, ich will mal 58 sagen, bis zu 85%. Moment. Danke. Bis zu 85% Rabatt und mit meinem Code habt ihr nochmal 10% oder 15% Rabatt, je nachdem, zu welchem Betrag ihr bestellt. Aber man hat schon, also ich habe bestimmt immer über 70 Euro habe ich direkt zusammen, dann habe ich nochmal 15% Rabatt, da könnt ihr nochmal schön mit meinem Code sparen. Alles unten in der Infobox, wie immer. Sieht aber irgendwie schmutzig aus hier, ne? So voll die Streifen. Was sind denn hier voll die Streifen drauf? Wir haben gestern Abend noch hier Fischstäbchen gegessen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich vom Fett dann so. Ihr freut euch ja immer auf Rezepte, ihr Lieben. Und ihr habt letztens auch schon wieder geschrien. Rezepte, Rezepte, Rezepte. Ja, und heute fange ich an mit Rezepte. Soll ja nicht nur immer Unboxings sein. Ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr von unserem Familienleben reinzubringen. Leider ist das Problem, dass ich halt ja nicht alles zeigen kann. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Wir müssen noch einen Monat warten und dann kann ich euch mehr in unser Familienleben integrieren. Deswegen kann ich noch nicht alles zeigen und ja, momentan ist so das Hauptthema noch die Wohnung fertig zu machen. Ne? Deswegen zeige ich euch halt auch so viele Unboxings und so weiter. Aber ich werde jetzt anfangen, auch Rezepte zu integrieren. Heute fangen wir an mit einem Spekulatius-Dessert ohne Backen. Das ist auch ganz wichtig, weil mein Backofen ist noch nicht da. Es schmeckt wirklich super, super lecker. Und es sind nur wirklich wenige Zutaten. Es geht total schnell. Ihr müsst nur ein bisschen einweichen lassen. Also es muss ein bisschen ziehen, sage ich jetzt mal, so eine Stunde lang, damit der Spekulatius auch schön soft ist und nicht so hart. Also nicht direkt essen, obwohl der mega, mega krass lecker direkt aussieht. Aber ihr müsst den ein bisschen ruhen lassen oder ziehen lassen, damit der Spekulatius halt weich wird. Und wenn ihr Besuch da habt, wird der Besuch euch sagen, wow, krass, mega lecker. Und das mit nur ein paar Zutaten. So, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich werde jetzt einen Spekulatiuskuchen machen. Den macht man ohne Backen, also man muss den nicht backen. Hier habe ich ja keinen Backofen, von daher ist das ganz gut. Den werde ich jetzt machen. Mein Equipment habe ich hier. Dann werde ich euch den jetzt abfilmen und zeigen. Ich drehe das Ganze gerade auch hier mit Instagram, also hier drunter habe ich mein Handy. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch so ein bisschen rumhantiere. So ihr Lieben, für das Spekulatius-Dessert ohne Aufkochen benötigt ihr einmal eine Tüte Spekulatius, etwas Speisestärke, Butter, eine Packung Vanillinzucker, etwas Vollmilch, Mehl und Zucker. Los geht's! Als allererstes schichte ich die Spekulatius-Kekse auf den Boden von meiner Auflaufform, bis der Boden bedeckt ist. Dann mache ich weiter mit der Creme. Ich nehme 1 Liter Milch,
ein Glas Zucker. Dann 3 Esslöffel Mehl. Und 2 Esslöffel Speisestärke. Das jetzt so lange rühren, bis die Klümpchen weg sind. Danach kommt noch eine Packung Vanillinzucker rein und 1 Esslöffel Butter. Wenn die Creme fertig ist, könnt ihr mit dem Schichten anfangen. Auf die Spekulatius kommt jetzt eine Schicht von der Creme. Danach kommt nochmal eine Spekulatius-Schicht drauf. Dann nochmal eine Cremeschicht. Und darüber nochmal eine Schicht von der Creme. Die restlichen Spekulatius verbröselt ihr einfach im Mixer oder im Thermomix oder mit der Hand. So, zerbröselten Spekulatius. Ich hätte ein bisschen mehr machen sollen. Eins weiß ich nicht zerbröselt, aber ist nicht schlimm. Das kommt jetzt hier noch drauf und oben drüber noch ein bisschen Zimt. Zimt, wo bist du? Und darüber kommt noch etwas Zimt. Ja, fertig ist das Spekulatius-Dessert. Und euer Besuch wird euch dankbar sein, weil es schmeckt mega, mega lecker. Ich zeige euch das gleich, wenn ich es aufgeschnitten habe. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie das schmeckt. Ich werde das mal... erstmal schneiden. Das muss aber auch noch ein bisschen weich werden. Also ihr müsstet noch ein bisschen warten, damit das Spekulatius einweicht. Aber ich möchte euch jetzt nur mal von innen zeigen, wie geil das aussieht. Boah, Leute, das sieht so geil aus. Guckt euch das bitte an. Oh Gott. Ja, das andere ist weggeschwommen. Ja, guckt euch das bitte an. Oh mein Gott. Also es muss, wie gesagt, etwas einweichen und kalt werden. Aber es sieht so Hammer aus. So Hammer. So, wo seid ihr denn? Mm. Boah, so lecker. Aber wie gesagt, Spekulatius muss noch einweichen. Ansonsten ist es so krass lecker. Ich weiß, was tue ich euch jetzt gerade an? Was tue ich euch gerade an? Oh mein Gott, mir wird das Wasser auch im Mund verlaufen, wenn ich das sehen würde. Und es geht so easy mit nur 5 oder 6 Zutaten. Mm. Macht das auf jeden Fall. Ihr werdet sagen, Niki, so ein geiles Rezept.